Och Mann, Sklavenschiff war hier. Das gibt's doch gar nicht und ich hab's übersehen. So eine Scheiße. Sorry, jetzt rege ich mich drüber auf, aber ja. So eine Scheiße. Jetzt hätten wir noch Sklaven holen können, wenigstens. Naja. Tja. Und das nackte Überleben halt jetzt, ne? Der läuft. Die laufen jetzt alle an. Jetzt kriegen wir wieder genug Speicher. Ich meine, selbst wenn wir, keine Ahnung, die verkauft hätten und dafür 5 Leute bekommen hätten, ist mir das lieber, weil dann sitzen die dann nicht so untätig rum. Na. Ah. Mist. Mist halt jetzt, ne? Hauptsache der Anbau funktioniert gerade. Okay, wir haben genug Vorratskapseln. Oh nein, wir bekommen direkt wieder einen Überfall. Uran, okay. Moment. Entro, könntest du dir eine Waffe holen? Okay. Und Michi muss hier rüber. Ich weiß nicht, was für einen Überfall wir bekommen. Von 5 Leuten. Das ist hart genug jetzt. Also Michi ist da. Oh, shit. Das könnte jetzt unser Ende sein, tatsächlich. Na, wobei. Michi, meinst du, das schaffst du? Zwischen Tür und Angel. Oh fuck. Okay. Michi bleibt als einziger übrig. Oder er schafft das hier, was ich gerade vorhabe. Shit, Alter. Nein! Rett Michi! Oh nein. Ich glaube, mein Stamm ist ausgelöscht. Ja, mein Stamm ist ausgelöscht. Jetzt kommt ja noch einer. Buraku. Wenn Buraku schnell genug ist, dann kann er es ja noch schaffen. Buraku ist aber furchtbar langsam. Toll. Okay. Wir sind ganz alleine. Nur eine Person. Der muss jetzt alles machen. Das ist so traurig. Behandle ihn mal. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Alter, das ist jetzt eine Katastrophe. Vielleicht überlebt das ja noch. Wir haben keinen Aufseher. Dann muss er das machen. Geht halt jetzt nicht anders. Shit. Der mysteriöse Fremde ist gekommen und jetzt ist vorbei. Zum Glück haben wir genug zu essen und alles und ja. Kacke halt jetzt, ne? Es ist aber keiner gestorben, ironischerweise. Das harte Überleben. Aber es ist krass, dass halt immer wieder jemand kommt und uns retten möchte. Zuseher kann wieder laufen. Sehr schön. Rekrutierung fehlgeschlagen. Können wir doch nochmal jemanden rekrutieren. Ist dem so. Wird besser in Sozial, das finde ich schon mal sehr nice.
Hat jetzt auch nicht ganz geklappt mit dem Missionieren. Könntest du ja das alles mal mitnehmen. Tja. Was mache ich jetzt nur? Ich bin hart mit mir am Struggeln. Also was ganz cool wäre, wenn wir gleich hier jemanden haben, der uns helfen könnte. Wie gesagt, auch wenn ich jetzt mittlerweile 3 Leute verkaufen kann, aber dafür, keine Ahnung, 6 Leute bekomme, ist mir das egal. Oder 5 Leute auch. Qualität 0. Klingt aber ab. Wo gibt's das denn? Das Bein. Keine Medizin dafür. Ich wollte das Krebsgeschwür eigentlich entfernen, aber es klappt nicht. Könnte der wenigstens zu uns? Nein. Die kommen natürlich nicht zu uns jetzt. Ich meine, was soll ich großartig jetzt machen, außer warten, bis eigentlich der nächste Angriff kommt? Katastrophe. Wenigstens hat einer überlebt. Das können wir wenigstens sagen. Eine Schrotflinte. Mit der kannst du am besten, glaube ich. Wir waren so gut, wir waren gerade am Erforschen, wir waren gerade, ne? Und plötzlich passiert das. Wir hätten vielleicht ein Autogeschütz aufstellen sollen. Eins zumindest. Nachdem wir so überfallen wurden und noch 3 Leute waren. Aber brauchen Auto, ein Autogeschütz brauchen wir, glaube ich, noch was, ne? Ja. Bauteile. Die haben wir halt nicht. Es kommt noch eine Besuchergruppe vorbei. Mit denen können wir nicht viel handeln, würde ich sagen. Nehmen halt kaum was dabei. Ja gut, der holt sich unsere Leute natürlich nicht. Nee, wir können nichts von ihm kaufen, was sinnvoll wäre. Okay, Stimmung zu niedrig bei dem einen sogar. Eieieiei. Na, der lernt wenigstens verhandeln. Okay, die gehen wieder. Gibt's hier? Nee. Schon wieder eine Queste, mit der wir nichts anfangen können. Ich überlege gerade, ob wir das nicht alles abmachen und dann versuchen zu handeln, um wenigstens ein bisschen Gold zusammenzukriegen. Ich meine, schön und gut, aber macht vielleicht mehr Sinn. Oh, jawohl. Wir haben einen neuen Rekruten. Ein guter Patient sein, ne? Bettruhe. Aufsehen kann der besser. Ein besserer Koch. Jagen brauchen wir nicht. Ah, der kann bauen. Na, vielleicht wird es jetzt langsam was. Also ich würde das gerne weghaben. Und dann verkaufen. Bei Gelegenheit. Das macht halt viel mehr Sinn jetzt. Vielleicht die guten lassen wir mal. Dann machen wir neu installieren. Und dann kann er das hier haulen schnell. Und das auch noch. Komm. Und dann können wir das nämlich verkaufen beim nächsten Mal. Wenn jemand da ist.
also im Himmel da ist. Wir haben ziemlich viel zu verkaufen. Ich hoffe, die kaufen auch gefühlt alles. Ambrosiaheim. Ambrosia könnten wir sammeln ohne Ende. Hier ist Ambrosia. Hier ist Ambrosia. Wobei, Moment. Das wäre nur entfernen. Das wäre ja nichts anderes. Irgendwo müssten wir noch Ambrosia haben. Ja, hier sind die. Die sind ja noch nicht wach, zum Glück. Ne, der Ambrosia-Hain ist anscheinend noch zu fresh. Okay. Können die sich auch irgendwann holen. Wenn sie wollen. Am Essen wird es nicht scheitern, das finde ich schön. Der könnte bald zu uns kommen und der hier. Tja. Lenker kocht, das ist auch gut. Versucht den zu überzeugen. Okay, jetzt könnten wir die Person bekommen. Okay, hier gibt es jetzt noch Leute, die durchreisen. Achso, nee. Nee. Buraku forscht. Ist auch nicht schlecht. Können wir eigentlich deinstallieren? Und wenn er dann aufwacht, irgendwann. Kann er das dann abbauen? So. Behandlung benötigt Lenker. Warum? Was ist bei Lenker passiert? Krebsgeschwür. Ah, noch immer. Kann man das wegoperieren? Wir könnten halt das rechte Bein entfernen. Eigentlich wäre das notwendig. Jetzt kann aber auch jetzt richtig in die Hose gehen. Ich habe nur Angst, dass die halt richtiges Problem bekommt. Person gleich tot, Alter. Nein! Oh nein. Und der brennt ab, oder was? Ey, komm. Das bringt rein gar nichts. Komm, geh weg da. Konsumiere. Nein. Ich wollte ihn doch nur retten. Ja, toll, jetzt brennt hier natürlich alles weg. Scheiße. Was? Sie halten. Sie sind bereit. Oh, wir haben eine Person wieder. Geil. Kann wenigstens kochen. Eine Person haben wir wieder. Sehr schön. Oh Mann, ey, dann geht das jetzt noch schief, weißt du? Noch bei der OP, dann hätten wir wenigstens drei Leute gehabt. Jetzt haben wir niemanden mehr. Oh, das ist richtig mies. Scheiße halt jetzt. Jetzt ist es richtig mies. Oldran kann sich jetzt auch nochmal eine Waffe holen, vielleicht. Wach. Alter, das ist jetzt ein reines Durcheinander. Hier ist natürlich alles abgebrannt jetzt, ne? So wie es immer ist. Oh, wenn es knallt, dann richtig. Ich meine, die 1700 haben wir ja echt gehabt jetzt. Eutran hat jetzt wenigstens eine Waffe. Damit können wir uns vielleicht ein bisschen wehren. Ja, ich habe halt echt versucht, Lenker zu retten. Hä? Wie gut ist denn der jetzt hier? Beim Arbeiten. Ach ja, ist ja fast tot. Hi Shadrix, ich grüße dich herzlich. Wir sterben gerade weg. Alle. Mmh,
eben ist noch eine OP schiefgelaufen. Jetzt sind noch die Personen tot. Bekommen keine neuen Arbeiter. Es ist kein Sklavenhändler in der Nähe. Ich glaube, wir sind dem Untergang geweiht. Ja, so ist das Leben. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Mensch, Kevin. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Nee, Kevin ist ja gar nicht da. Ich meine, Shatrix. Ich bin auch ein bisschen müde von gestern. Wir haben auch nicht lange gestreamt gestern. Was? Wie geht's denn jetzt weiter? Das ist jetzt aber auch so ein bisschen, gell? Da kommt ein... Ich war schön am Schlafen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Immer diese Mods, die schlafen. Nee, das gestern, das war kurz. Ja, fehlgeschlagen. Toll, danke. Danke, Merkel. Ich bin ein alter Mann, ich kann nicht mehr so lang streamen, nein. So schlimm ist jetzt auch nicht, aber... Vielleicht haben wir gleich noch eine Person. Dann wird da. Es kommt natürlich dieser Steuereintreiber. Könnt ihr mir mal helfen? Joa. Wir reden mal mit ihm. Vielleicht können wir ihm irgendwas geben. Wir können ihm zwei Leute geben. Der Geldbetrag, den du bekommst, wenn du die Ware verkaufst. 3 königliche Gunst. Naja. Ich brauche eher Leute wie hier. Danach können wir ja weiterreden. So ein Mist aber auch. Also ich gehe wahrscheinlich nicht nochmal auf so horrende Lösegeldforderungen ein. Das ist halt immer so ein Ding, gell? Ja, haben wir auch nicht zurückbekommen. Das Rote Reich zieht weiter. Die kommunistischen Monarchisten oder wie auch immer. Und wir werden überfallen. Und jetzt werden wir sterben. Wir gehen voll drauf. Wünscht mir Glück. Ja, das Spiel geht so lange. Also komischerweise ist es halt eben noch so mysteriöser gekommen. Aber das Spiel geht nicht mehr lange. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt abnippeln werden. Die verfehlen den ein paar Mal. Oh ja. Geil, Alter. Geil, Alter. Kannst du den mal umbringen, bitte? Danke. Da passiert nichts. Der dreht komplett durch. Der ist down. Ich würde mal sagen, der Drops ist gelutscht. Ha? Der verbrennt einfach. Weil er sich nicht selber heilen kann. Ne, der hat echt überlebt. Aufgrund von Demenz einfach rumgerannt. Wie lang das Spiel geht, siehst du ja gerade. Man hat es irgendwie noch überlebt, aber das ist der letzte Charakter, den ich eigentlich habe. Und er ist gerade bewusstlos, weil verletzt. Und verbrannt. Der wird sterben. Das war's jetzt aber auch.
die werden sterben an Hunger. Pass auf, jetzt kommt ein mysteriöser Fremder und rettet uns. Nee, der wird sterben. Die wird sterben. Wir warten nur noch, bis die wegstirbt. Erschöpfte Kolonisten. Arzt benötigt. Tod in 20 Sekunden, 20 Stunden. Okay. Jetzt schauen wir nur noch beim Tod zu. Schade. Ich habe gedacht, wir könnten uns gerade nochmal stabilisieren, so zum letzten Moment, aber nein. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Tot. Alle sind tot oder fort. Diese Geschichte ist zu Ende. Vielleicht findet jemand anderes einen Nutzen für die noch stehenden Ruinen. Was es heißt, weiterspielen? Achso. Zuschauen, wie die sterben? Ein verrückter Hase rennt hier noch rum. Hm. Wir haben hier einen Leguan. Na, der Leguan kann lange leben. Der hat ja ziemlich viele Nahrungsvorräte. Also wenn das jemand findet. Respekt. Ja, die Person ist auch tot. Tja, war eigentlich ganz geil. Hier haben wir noch den Cluster. Gut, hat halt alles am Ende nicht mehr so ganz funktioniert. Nach diesem großen Überfall, wo letztendlich so viele gestorben sind. Ich glaube, 6 Leute oder 7 Leute. Jetzt beim letzten Mal nochmal alle geklaut wurden, also gekidnappt wurden. Schade drum. Ja, letzte Person ist auch gestorben. Letzte Lebende. Es wäre jetzt natürlich lustig, wenn noch andere Leute vorbeikommen würden und diesen Ort hier retten würden. Quasi sich eine neue Kolonie machen würden, aber das geht nicht. Schade, schade, Schokolade. Ist jetzt halt so. Hat mich ein bisschen überrascht. Und ich würde damit sagen, auch auf YouTube, danke fürs Zuschauen bei diesem Let's Play. RimWorld hat doch nochmal ein bisschen Spaß gemacht. Also ein bisschen Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat aber jetzt auch gegen Ende, wo man merkte, okay, es funktioniert nicht mehr so viel, hat es auch nochmal richtig Spaß. Also hat es nochmal Spaß gemacht. Eigentlich sagt man dann immer, okay, jetzt kommt halt noch ein Überfall. Glaubst du nicht? Eigentlich denkt man sich immer so, okay, jetzt... keine Ahnung, jetzt klappt es nicht oder es passt nicht oder was auch immer. Oder wir sind doch eh tot, warum, ne? Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass es doch nochmal Spaß gemacht hat, weil es nochmal ein richtig schöner Kampf ums Überleben war. Und das hat es halt echt rausgehauen. Was passiert denn jetzt? Was machen die denn? Ah, die machen alles kaputt, die wollen rein. Ah, da könnt ihr jetzt lange machen. Bis die verletzt nach Hause gehen, glaube ich. Ah ne, gleich sind die drin. Mal schauen, was die machen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil eigentlich kidnappen die Leute ja gerne. Warum macht ihr das nicht kaputt? Ah, jetzt hier. Gleich jetzt. Oha. Das erste, was die machen, direkt den Generator zerstören. Was für Dudes, Alter. Jetzt ist hier ein Feuer passiert. Jetzt hauen die ab. Aber gut, es regnet eh. Da wird nicht viel passieren. Oh, guckt euch das mal an. Die ganze Basis, die wir uns mal aufgebaut haben. Wobei, nicht die ganze. Schon krass. Na gut, aber es hat wie gesagt Spaß gemacht. Leider hat es dann am Ende doch nicht gereicht, dass wir überleben konnten. Ja, ich habe diesen Sklaven-Dings da voll verpeilt, dass die jetzt vorbeikamen. Und ja, jetzt sterben halt alle weg langsam. Also verenden richtig. Und
Es war cool. Es war cool, es war eine coole Sache. Wir werden irgendwann mal wieder eine zweite Season spielen. Die erste Season soll aber jetzt erstmal dabei bleiben, dass wir jetzt erstmal hier zu Ende gespielt haben. Es gibt ja noch andere Spiele, die wir gerne spielen wollen. RimWorld ist eines davon. Das nächste wird vielleicht nochmal anders sein. Ich habe da schon was im Kopf, außer Metro. Metro, wie gesagt, Mittwochs. Ja. Von daher bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei einem nächsten Mal. Von daher, danke, danke und auf dann. Ciao, ciao auf YouTube.